Her manage has been an all-around artist who considers art totally and full of energy. Painter, author of music and theatrical works, he found his international dimension in the performance. He was the greatest exponent of Viennese Actionism, a movement that uses psychological, self-harming and sadomasochist themes and images with a desecrating, never provocative approach towards symbols taken from the body, sexuality and religion. On the one hand, disgusted, debated and contested for having proposed an art in advance of his times, on the other, understood, loved and appreciated by those who perceive a total emotional approach. His poetics, as Nietzsche explained in the documentary, starts from the experience of reality through the senses and immediacy where no explanation is needed, making the world superfluous. Starting from respect for animals and all forms of religion, the artist becomes a prophet who leads art along perception, tension, energy and the music of a graphic nature outside the usual compositional canons in which reality is inserted within a dramatic structure. In 1938, Hermann Nietzsche was born in the humble neighborhood of Jedlersdorf in Vienna. His childhood was profoundly scarred by the Second World War. While his father fights in the war, young Hermann lives with his mother in terror of the bombing. Da gab's jeden Tag Bombenangriffe und da mussten wir hinunter in die Luftschutzkeller. Und meine Mutter hat immer ihre ganzen Sachen mitgenommen, ihre ganzen Dokumente und haben die Leute gebetet. Und ich habe damals das Kind schon kapiert, da geht es ums Ganze. Da hat es ausgeschaut, also draußen wie ein surreales Gemälde. Die Häuser zerstört, halb abgerissen, schwarz der Himmel, weil es alles gebrannt hat. Zu meinem Vater hatte ich ja nicht viel Kontakt, er war einmal auf Urlaub da. Und das war damals so ein Riesenfest und eine Riesenfreude für meine Mutter und auch für mich, weil endlich hatte ich einen Vater. Und ihm hat alles gefallen. Und wie meine Mutter das erfahren hat, ist für sie die Welt zusammengebrochen. Mein Großvater hat damals zu mir gesagt, du bist jetzt ein armer Bub, du hast jetzt keinen Vater mehr. Das hat auch mich sehr geschmerzt. War sehr schlimm. Hermann's grandfather tries to fill the void left by his father's death and becomes his male role model. He conveys the passion for drawing and the love of nature to him. Often they visit relatives in the country of Prinzendorf as a break from the hard life in post-war Vienna. Damals gab es noch eine echte Provinz. Das war Land hier. Da waren keine Asphaltstraßen, es war, wenn es geregnet hat. Ist man in Kot bis zu den Ohren versunken. Aber andererseits gab es schöne Blumengärten und Obstgärten, Gemüsegärten. Und wenn wir hierher gekommen sind, da sind wir ausgerüstet worden mit guten Sachen, mit Hühnern, mit Hasen, mit Weintrauben, mit Nüssen. Die Leute, die vielfach sehr arm waren, die haben gelebt für den Hühnern, für den Hasen, für den Schweinen, für den Ziegen. Und das hat mich als Kind eigentlich schon sehr beeindruckend.
Mein Großvater ist ja gestorben, als ich 12 Jahre alt war. Der konnte noch einigermaßen mit mir lernen. Meine Mutter hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Bin immer nach Hause gekommen und habe gegessen und gesagt, ja, jetzt musst du eine Aufgabe machen. Habe gesagt, na, heute haben wir keine Aufgabe und bin verschwunden mit dem Fahrrad und mit dem Fußball. Habe überhaupt nichts gelernt. Ein richtiger Schulversager. Bin dann aus allen Schulen rausgeflogen und lediglich meine Zeichenbegabung hat mich gerettet. Thanks to his talent, Nietzsche is admitted to the Graphic Professional Institute in Vienna. In this period, Nietzsche gets in touch with classical painting and art history and dedicates himself intensely to the cultural history of mankind, laying the foundations of his life project, the Theater of Orgies and Mysteries. Ich habe in dieser Zeit viel Möglichkeit gehabt, Dichtung zu studieren. Ich habe mich sehr für Lyrik interessiert, habe mich sehr viel mit Philosophie beschäftigt, mit Religionsgeschichte. Musik ist mir ein großes Erlebnis geworden. Ich bin damals fast in alle Abonnementkonzerte in Wien gegangen. Ein großes Erlebnis für mich war und ist Richard Wagner. Ich würde fast sagen, im religiösen Festspiel mündendes Theater hat mich sehr fasziniert. Und ich wollte da weitermachen. Damals schon so mit 19 Jahren, ich wollte eine Art Existenzfestspiel schreiben. Also etwas, was auch einem sakralen Fest, einem Gottesdienst gleichkommt. Und da habe ich dieses 6-Tage-Spiel konzipiert. Das ursprünglich noch mit dem Wort geschrieben war. Ich wollte eine Art Urdrama schreiben, wo alle dramatischen Ansätze vereinigt werden und vollendet werden. Ich wollte, wie gesagt, beim griechischen Theater ansetzen, bei Shakespeare, bei Kleist. Dann hat mich sehr beeinflusst der französische Symbolismus, der Expressionismus und dann eben von der Musik her Wagner, der frühe Richard Strauss und vor allem Scriabin war eminent wichtig für mich, weil der wollte auch so ein mysteriumartiges Theater schreiben und er wollte, dass die Zuschauer durch das Anhören seiner Musik in einen ekstatischen Erlösungszustand kommen. Und das, wie gesagt, hat mich alles sehr fasziniert. Und da habe ich mir gedacht, warum denn nicht wirklich ein lebensgroßes Theater, so wie es in der Renaissance lebensgroße Figuren gegeben hat, warum nicht ein Theater, das ganze Tage dauert? Die Sprache hat immer nur Erinnerungen an sinnliche Empfindungen gebracht. Es gibt Untersuchungen, dass die Vögel in unserer Zeit in den Großstädten lauter singen als früher. Und da musste eben auch eine Kunst gefunden werden, die auch lauter war und sinnlich intensiver war, wie es die Sprache vermitteln konnte. Ja, und so bin ich dann eben zu diesem Theater gekommen, wo es immer wieder darum geht, sinnlich ganz intensiv registrierbare Ereignisse zu zeigen. Ich wollte eben, dass in meinem Theater die Leute real sinnlich empfinden. Weil ein reales Geschehen ist über alle 5 Sinne erfahrbar. Es ist riechbar, es ist schmeckbar, es ist sichtbar, es ist tastbar, es ist hörbar. Das Sinnliche wird über das Bewusstsein ausgetragen. Und es ist das alte platonische Dilemma, dass der Geist gegen das Fleisch gesetzt wird. Das ist eine Einheit.
The notes that Nietzsche starts to write describe the events of his theater in the most profound details. And soon he even finds the perfect location for its realization. Schloss Prinzendorf ist das Orgel-Mysterien-Theater. Durch mein Studium, durch die Malerei, habe ich eigentlich die Schönheit dieser Landschaft begriffen. Und die Sonnenuntergänge von Van Gogh habe ich da noch einmal erlebt. Und habe da ganz starke naturmystische Erlebnisse gehabt. Ich war da immer überglücklich und habe mich als Bestandteil des Ganzen gefühlt. Ich habe mich in der Natur und im Leben ganz zu Hause gefühlt. Und da habe ich das Schloss gesehen. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn sich meine Arbeit einmal durchsetzt, ich habe damals schon mit dem, an das Theater immer gedacht, dann werde ich sie in Prinzendorf realisieren. Und ja, so war es damals. Aber dann haben sie mich zweimal eingesperrt in Österreich und eigentlich vertrieben von hier. Und da war dieser Traum bis zu einem gewissen Grad real ausgestanden. At the beginning of the 60s, Nietzsche and other artists like Günter Bruch, Otto Muhl and Rudolf Schwarzkogler burst onto the contemporary art scene, creating a scandal with their first spectacular live performances in flats and cellars. Nietzsche slaughters animals in public, pours their entrails on naked human bodies, and uses blood to paint with in his painting performances. The Austrian Catholic Society reacts with repulsion and repression towards the artistic movement known as Viennese Actionism. Wir hatten immer mit der Polizei zu tun, aber in Österreich war das gang und gäbe, dass die Polizei immer unser Partner war. Der Mann von der Straße, wie man so sagt, hat empört reagiert und über eine Zeitung besonders ist es skandalisiert worden, als hätte man geradezu das Militär einsetzen müssen, um uns zu bändigen.